Guten Morgen in die Runde. Was für eine Woche. Es ist jetzt schon 6 Tage her, dass wir gesagt haben als Grüne, wir gehen mit Annalena in der Spitze in diesen Wahlkampf und die Euphorie ist trotzdem immer noch da. Und ich habe mir noch mal angeschaut, letzten Montag, viele von euch haben ja Bilder mit Annalena gepostet. Und diese Bilder, die waren fast alle aus unserem Landtagswahlkampf hier von vor knapp 2 Jahren in Sachsen. Und diese Bilder gab es überhaupt nur so, weil in diesem Landtagswahlkampf Robert und Annalena wirklich durch ganz Sachsen getourt sind, von Plauen bis Zittau. Und die haben das gemacht für uns, weil sie gemerkt haben, hier geht es um was ganz Existenzielles. Und deswegen haben wir ja auch so einen krassen Wahlkampf gemacht. Und diesen Sommer geht es wieder um was ganz Existenzielles, die Zukunft der Ökosysteme, die Rettung des Klimas. Ob wir diese Demokratie stabil kriegen im 21. Jahrhundert und diese Pandemie endlich beendet. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz spannend zu schauen, dass wir von all diesen großen Themen, die dieses Jahr verhandelt werden, in Sachsen meistens ganz besonders stark betroffen waren. Wenn wir uns die Veränderung des Klimas anschauen, Sachsen ist mit am stärksten von allen Bundesländern betroffen, wenn es darum geht, wie stark war die Dürre. Bei uns sind nicht nur Unmengen von Bäumen gestorben. Wir hatten auch Dörfer in Sachsen, wo die Brunnen trocken gefallen sind, wo Wasser von woanders rangekarrt werden musste. Und auch Corona, auch da sind wir eine der am stärksten betroffenen Bundesländer. Und das sehe ich ja nicht nur bei mir in der Klinik. Das ist ja trivial jetzt zu sagen, das sieht ja jeder Einzelne von uns jeden Tag. Jedes Mal, wenn du die Wohnung nicht verlassen kannst, jedes Mal, wenn du nicht weißt, ob Montag die Schule offen ist oder zu, brennt sich ja ein, wie wichtig Politik ist. Und dass sie bis ins Privateste hinein einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, das ist nicht trivial, das hier nochmal so aufzuzählen. Weil Menschen sind ja so gestrickt, dass sie vor allen Dingen dann erst handeln, wenn sie fühlen. Und die großen Fragen unserer Zeit, die sind in Sachsen sehr spürbar. Und bei uns Grünen kommt dazu, wir waren ja vorher schon Menschen, die Sachen ändern wollten, weil wir wussten, dass sich was ändern muss. Jetzt kommt noch dazu, dass wir das alle auch noch am eigenen Leib erleben und zusammen fühlen und wissen, führt dazu, dass wir maximal stärker motiviert sind als jemals zuvor, dieses Land jetzt mal wirklich zu verändern. Und deswegen sind wir bis in die Haarspitzen motiviert und deswegen stehen wir so stark zusammen. Und dieses stark Zusammenstehen, ich glaube, das liegt nicht nur daran, wie jetzt immer alle schreiben, dass wir so toll intern kommunizieren. Das liegt ja vor allen Dingen auch daran, dass du, egal ob du eine Grüne im tiefsten Erzgebirge bist oder in Leipzig, dass du weißt, wir müssen dieses Mal liefern, weil uns bei der Klimakrise auch gar nicht mehr die Zeit bleibt. Und das schweißt uns zusammen und das schweißt uns übrigens auch zusammen mit vielen Bewegungen in dieser Gesellschaft weit über unsere Parteigrenzen hinaus. Denn wir alle wissen, ja, Corona ist krass, aber diese Klimakrise wird krasser, wenn wir nicht endlich handeln. Und deswegen gehen wir in diesen Sommer und gehen wir in diesen Herbst mit einem ganz klaren klimapolitischen Kompass. Und es bedeutet nicht nur hier auf Deutschland zu schauen und hier die Emissionsreduktion einzuhalten, sondern das bedeutet eine starke globale Klimaaußenpolitik. Und das bedeutet dann sofort auch, dass du nicht zusammenarbeiten kannst mit einem Putin, der eine Pipeline baut gegen die Klimarettung und nicht zusammenarbeiten kannst mit einem Bolsonaro, der den Amazonas so abholzt, dass es für uns als Weltgemeinschaft noch schwieriger wird, diese Weltproblemlage zu lösen. Und deswegen, lieber Ministerpräsident Kretschmer, stehen wir übrigens auch ganz eindeutig an der Seite aller Bürgerbewegungen, egal ob in Hongkong oder in Myanmar oder in Belarus, ich kann leider nicht alle aufzählen. Und neben diesen ganzen Großthemen hat ja jede und jeder Einzelne von uns auch noch so diese 1, 2 Herzensthemen, für die er in diesem Sommer kämpft. Und bei mir ist das ja definitiv Gesundheitspolitik. Allein schon, weil ich in den letzten Jahren dieses Gesundheitssystem von innen durchlebt habe. Und wenn du da wieder einen Dienst hattest, wo einfach viel zu viel zu tun ist und deine Kollegin am Ende dieses Dienstes einfach ganz spontan in Tränen ausbricht, weil sie einfach völlig fertig ist, dann kannst du gar nicht anders, als dieses Gesundheitssystem besser machen zu wollen. Und da gehört für uns dazu, im Osten, gerade auch im ländlichen Raum, da wo die Dörfer besonders überaltert sind, da wo die Fahrtwege besonders lang sind, dass wir auch da die medizinische Versorgung aufrechterhalten, auch in 10 oder 20 Jahren. Da gehört dazu, dass wir ein Gesundheitssystem haben, was nicht mehr nur nach Menge bezahlt, sondern auch schaut, welche Qualität der Behandlung wird hier eigentlich geliefert. Und es ist auch ein Gesundheitssystem, was seinen Beschäftigten endlich Arbeitsbedingungen bietet, dass die, die andere gesund machen sollen, nicht mehr länger krank von ihrem eigenen Job werden. Jetzt habe ich so ein bisschen aufgezählt, was die Aufgaben und großen Fragen in diesem Jahr sind. Und man könnte so ein bisschen einknicken, wenn man sagt, das ist ein riesen, riesen, riesen Projekt und es wird ein Kraftakt sondergleichen. Ich sehe aber ehrlich gesagt nicht, dass es irgendeine andere Partei gäbe, die das so leisten könnte. Egal, ob wir links von uns schauen oder rechts von uns schauen, sie sind ja wirklich alle mit sich selber beschäftigt. Alle. Die fallen ein Stück weit auch aus.
Und als ob das noch nicht genug wäre, ist es ja auch so, dass in den letzten Jahren uns viele Gewissheiten verlassen haben. Auch wir Grüne dachten ja, so eine Europäische Union, die bleibt vielleicht so groß oder sie wird noch größer, aber kleiner wird sie nicht. War falsch. Auch wir Grüne dachten, ja gut, die Unionsparteien sind eigen, aber sie sind schon ein gewisser Stabilitätsanker für dieses politische System in diesem Land. Das würde nach den letzten Wochen auch niemand mehr so unterschreiben. Und wenn wir Grüne vielleicht auch was geglaubt haben über dieses Land, dass in diesem Land Logistik und Verwaltung funktionieren, und auch das ist so nicht mehr eindeutig wahr. Und deswegen vor diesem Hintergrund mit anderen Parteien, die ausfallen, mit vielen Gewissheiten, die wegfallen, eine nach der anderen, ist in diesem Sommer so besonders viel möglich für uns. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, diesen Sommer dafür zu nutzen, dass aus dieser einmaligen Möglichkeit auch handfeste Tatsachen werden. Handfeste Tatsache wäre zum Beispiel ein klimaneutrales Deutschland in einer stärkeren Europäischen Union. Das können wir einlösen, wenn wir gut in diesem Sommer kämpfen und zusammenstehen mit Robert, mit Annalena, mit euch, mit den Sächsinnen und Sachsen. Und dann gibt es vielleicht auch bald mal wieder die Situation, wo jede einzelne von uns einfach mal wieder in den Tag hineinleben kann, ohne sich groß Sorgen zu machen um das große Ganze, weil man weiß, Politik hat die Probleme unserer Zeit auf dem Schirm und kümmert sich. Und ich kann hier mein Leben leben. Das wär's doch. Danke.